So, hallo zusammen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar mit dem Thema EMX meets Smart Color. Mein Kollege Thomas Schneier wird Ihnen gleich eine Präsentation geben, wie Sie mit EMX und Smart Color Ihre Fertigungsprozesse optimieren und vereinfachen können. Während des Webinars sind sämtliche Mikrofone von Ihnen stumm geschalten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese in dem Chatbereich schreiben und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und ich gebe jetzt weiter das Wort an Thomas Schneier und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, danke Sascha. Genau, ich starte jetzt einfach mal durch. Und zwar möchten wir gerne heute zeigen, wie Sie unser neues Tool Smart Color einsetzen können, um Werkzeuge, die Sie mit Hilfe von EMX konstruiert haben, automatisch für weitere Prozessschritte einfärben können. Genau, so hier mache ich nochmal kurz Vorstellung. Genau, also auf der linken Seite, das bin ich, der Thomas Schneier. Ich bin verantwortlich hier bei B&W für das EMX maßgeblich. Und rechts daneben ist der Sascha Möller, der ist mein Kollege, der ist seit Ende letzten Jahres auch bei uns ins EMX-Team dazugestoßen. Okay, dann steigen wir auch gleich mal ein. Und zwar möchte ich meinen Vortrag nach folgenden Punkten gliedern. Und zwar möchte ich erstmal erklären, wie das Ganze jetzt denn überhaupt funktioniert, dass man mit Smart Color und EMX Flächeneinfärbungen vornehmen kann. Das wird ungefähr ein Drittel des Vortrags in Anspruch nehmen. Und danach möchte ich auch gleich die Live-Demo starten, in der ich dann zeige, wie das Ganze dann auch funktioniert und auch das Ganze nochmal im Creo-Umfeld dann erläutern. Genau, und abschließend werden wir dann die Möglichkeit geben, dass Sie Fragen stellen und dann werden wir das beantworten. Okay, dann starten wir gleich mal durch. Für alle, die EMX jetzt nicht kennen, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Und zwar als EMX eine Software hier aus unserem Haus, die für die Konstruktion von Spitzgusswerkzeugen in Creo Parametric verwendet werden kann. Die meisten werden das erkennen, aber nur nochmal als kurze Hintergrundinformation. Ja, was ist jetzt der größte Vorteil, den die Anwender von EMX haben, wenn sie mit EMX-Werkzeuge konstruieren und nicht einfach mit Standard-Bordmitteln von Creo sagen, sie konstruieren ihre Spitzgusswerkzeuge? Der größte Vorteil ist eigentlich, dass man aus einer sehr großen standardnormalen Bibliothek Komponenten auswählen kann und dabei auf viele Hersteller wie beispielsweise Hasco, Moisburger und DME zurückgreifen kann. Ja, was für Komponenten kann man da alles verbauen? Als allererstes mal benötigt man fürs Spitzgusswerkzeug die Platten. Da gibt es auch von allen Herstellern standardisierte Plattengrößen. Und zu diesen Platten, die müssen dann miteinander verschraubt werden. Dazu werden Standardschrauben verwendet. Dann für die Entformung werden Auswerferstifte benötigt. Für eine saubere Führung der einzelnen Platten zueinander benötigt man Führungskomponenten. Ja, und dann geht es noch weiter mit Kühlkreisläufen. Da benötigt man eben auch standardisierte Kühlungskomponenten und, und. Also das ist jetzt hier nur eine kleine Auswahl an Komponenten, die man mit EMX eben verbauen kann. Und jetzt ist es so im EMX, dass man natürlich nicht nur die Teile an sich einbaut, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, dass man dazu standardisierte Ausschnitte in allen Teilen erzeugen kann, die von diesen Normteilen durchdrungen werden. Genau, also da gehören Kühlkanäle dann dazu oder jetzt hier Bohrungen wie in dem Beispiel für die Führungskomponente in den einzelnen Platten. Also man sieht jetzt hier drei Platten werden von der Führungskomponente durchdrungen und dazu müssen eben entsprechend die richtigen Bohrbilder erzeugt werden. Okay, jetzt ist die Frage, was hat sich denn jetzt geändert mit der neuen Funktionalität, die wir jetzt in EMX bereitgestellt haben? Also bisher war es eben so, dass wir nur die Schnittgeometrien erzeugt haben. Das heißt, die reine Schnittgeometrie mit den korrekten Maßen wird erzeugt. Neu ist jetzt, wir haben einen neuen Parameter in EMX eingeführt. Und zwar heißt der EMX under Surface, under Function. Und mit standardisierten Werten für diesen Parameter kann man jetzt oder werden jetzt alle Schnitte oder alle Flächen, die in den Schnitten erzeugt werden, mit einer bestimmten Funktion versehen oder beschrieben. Genau, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Dazu möchte ich jetzt hier mal ein kleines Beispiel geben an der Schraube, das sich auch sicherlich jeder vorstellen kann, selbst wenn er jetzt nicht direkt aus dem Formenbau kommt. Genau, also hier jetzt sieht man eine grün hinterlegte Fläche. Diese Fläche ja, ist offensichtlich die Senkbohrung von dieser transparenten Schraube. Und hier ist es jetzt so, dass man im Parameterdialog, wenn man da jetzt diese Fläche selektiert, dann steht da jetzt ein Parameter dran. Das ist neu. Also das haben wir in allen Schnitt-UDFs und auch in den Plattenvorlagen so hinterlegt, dass immer dieser Parameter automatisiert mit einem entsprechenden Wert da erzeugt wird an diesem Schnitt. Und in diesem Beispiel ist jetzt eben hier die zylindrische Senkbohrungsfläche mit dem Parameterwert Zylinder under Counterbore versehen. Genau. Wenn ich jetzt nochmal eins weitergehe, dann gibt es jetzt hier die grün hinterlegte Fläche, die hat jetzt einen anderen Wert, also eine andere Funktion als die zylindrische Fläche. Das wäre jetzt hier in dem Fall die Plane under Counterbore. Die dritte Fläche, das ist ja die Durchgangsbohrung für die Schraube, erhält hier jetzt den Wert Zylinder under Bore under 1 oder 1. Und wenn man jetzt in die nächste Platte wechselt, muss da natürlich jetzt noch eine Gewindekernbohrung erzeugt werden. Und dieser Wert hier ist jetzt in dem Beispiel Cylinder under Thread under Core Hole. Genau, das heißt, man hat jetzt vier verschiedene Flächenfunktionen, die mit den standardisierten Werten versehen sind und kann so herausfinden, was für eine Fläche es sich handelt. Okay. Also das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Es ist jetzt so, dass man kann sich das ja vorstellen, es gibt unterschiedliche Schnittgeometrien für verschiedenste Typen. Und wir haben dazu jetzt auch einen Blog-Eintrag auf unserer Webseite hinterlegt, in dem wir auf alle Standardwerte, die wir jetzt da versehen, die wir jetzt da festgelegt haben, dass man die sich mal anschauen kann. Und da würde ich jetzt auch einfach mal versuchen, auf diesen Link zu klicken, um diesen Blogbeitrag mal zu zeigen. Genau, das hat auch gut funktioniert. Also hier gibt es jetzt den Blogbeitrag Flächenfunktionen für Schnittgeometrien zuweisen. Da stehen ein bisschen die Hintergrundinformationen. Und man sieht jetzt hier für die unterschiedlichsten Typen an Komponenten, gibt es jetzt hier entsprechende Beschreibungen für die Parameterwerte. Also hier kommen dann auch Zylinder-Counterbore für Kühlungskomponenten, für O-Ringe, genau, dann noch für Spezialkühlungskomponenten und dann geht es auch weiter mit Auswerferstiften, die haben ja wiederum andere Anforderungen an Schnittfunktionen. Man sieht schon, es ist ein relativ umfangreiches Regelwerk geworden oder Werte sind da einfach entstanden, aber es ist einfach notwendig, weil es ja für alle möglichen Schnitte eben ein relativ komplexes Thema ist. Also hier sieht man jetzt noch, da kann man sich da mal im Detail einlesen, was es da alles gibt. Genau, und diese Parameter, die, wenn ich hier wieder zurück gehe auf meine Präsentation, auf die wird jetzt entsprechend zugegriffen. Und zwar, wie funktioniert es jetzt, dass wir diese Flächenparameter in Farben konvertieren? Wir haben jetzt für unsere Software Smart Color eine eigene angepasste Konfiguration bereitgestellt, die eben explizit auf diese EMX-Parameter zugreift. Und dieses Regelwerk funktioniert eigentlich relativ simpel. Anhand von den Parameterwerten und den entsprechenden Komponententypen werden dann festgelegte RGB-Farben zugewiesen an die Flächen. Genau, wir haben uns dabei an dem Regelwerk des VDWF, dem Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer, orientiert. Die haben da einen eigenen Standard rausgegeben, wie sie sich Farbkodierung im Werkzeugbau vorstellen. Und es ist jetzt ein Vorschlag von unserer Seite, den wir ausliefern. Aber man kann jetzt natürlich dieses Regelwerk als Grundlage hernehmen und dann entsprechend für seine eigenen Firmenstandards anpassen. Oder vielleicht auch sogar sagen, okay, hey, wenn der Verband Deutscher Werkzeugbau und Formenbauer sowas rausgibt, dann können wir ja vielleicht unseren Firmenstandard auch entsprechend eher an diesen Standard das orientieren, um das Ganze dann ja möglichst allgemeingültig zu halten und für andere ja, externe Lieferanten oder so auch transparent und übersichtlich zu gestalten. Genau. Und das ist dann quasi das Ergebnis. Zum Beispiel, wenn die Farben mit Smart Color aufgebracht worden sind,
Also man sieht jetzt hier einmal in einem Dunkelgrün das Regelwerk Moisburger Roughing, so ist die Bezeichnung, aber im Endeffekt sind das relativ ungenaue Flächen für die Durchgangsbohrungen und die Auflagefläche. Und dann gibt es gleichzeitig noch für die Kernlochbohrung des Gewindes ja die gelbe Farbe, die hier standardisiert oder standardmäßig ausgewählt wird. Genau. Das ist erstmal das Prinzip hinter der ganzen Geschichte. Und jetzt würde ich dann auch direkt ins Creo rüber wechseln und dann mal zeigen, wie das Ganze dann ablaufen würde, wenn wir ein Werkzeug konstruieren mit Hilfe von EMX. Dazu erstelle ich erstmal ein neues Projekt. Das ist ein leeres Projekt und in dieses leere Projekt lade ich mir dann mal einen standardisierten Aufbau. Genau, da wähle ich jetzt einfach mal hier einen Standardaufbau der Firma Moisburger. Sage okay und hier werden jetzt dann alle meine Platten eingebaut. Das dauert eine Weile, weil ja entsprechend auch die richtigen Maße gesetzt werden müssen. Und gleichzeitig sind hier jetzt auch schon ein paar Führungskomponenten drinnen und auch ein paar Verschraubungen, um die Platten eben beieinander zu halten. Genau. So, Schrauben sind drinnen. Und der Aufbau steht erstmal soweit. Und ich werde jetzt so ein Regelwerk mal anhand einer Kühlungskomponente erläutern. Dafür baue ich mir einfach mal einen Punkt an meine Rahmenplatte und verbaue hier eine Kühlungskomponente. Da wähle ich meinen Punkt aus und die Fläche und sage einbauen. Ja, eine Bohrungstiefe müssen wir auch noch festlegen. Okay, so. Jetzt zoome ich mal ein bisschen näher ran. Also hier sieht man jetzt, hier wurde einfach so ein Plättchen verbaut, eine E2072 von Moisburger und entsprechend ein Kühlkanal erstellt. Wenn ich jetzt mal in die Platte direkt reingehe, sieht man jetzt, wurde hier gleich die besagten Schnitte erzeugt. Mit der Länge 150 mm und ja, jetzt kann man hier sich mal die Parameter anschauen, die da erzeugt worden sind. Man kann da ganz einfach in den Parameterdialog wechseln, hier auf Fläche selektieren gehen und dann wähle ich jetzt hier mal beispielsweise diese Senkbohrung. Man muss hier die Fläche umbenennen, sonst kann man sich die Parameter nicht anschauen, aber man sieht gleich, die Parameter sind wie vorhin in der Beschreibung erzeugt worden. Also dieser Parameter hat jetzt den Wert Zylinder-Counterbohr. Im Gegensatz zu dem Inneren, der hat den Wert Zylinder-Bohr-1. Okay. Ja, Smart Color ist eine eigene Applikation, bekommt im Ribbon hier ein eigenes Menü. Und hier ist es jetzt auch relativ leicht, diese Regeln anzuwenden. Ich habe die Konfiguration, die wir da bereitstellen, bereits hier reingeladen. Und dazu gehe ich einfach hier auf Regeln anwenden. Genau, und dann öffnet sich der Farbaufbringungsdialog von Smart Color mit dem aktiven Kontext EMX Smart Color Manufacturing. Wir haben hier zwei verschiedene Kontexte bereitgestellt. Einmal Manufacturing, um Toleranzinformationen zu definieren nach diesem VDWF-Standard. Und dann haben wir noch einen weiteren, das ist der Smart Color Properties. Der ist eben dafür da, dass man sehen kann, welche Schnitte wurden denn von welchem Typ von Komponenten erzeugt. Also wir starten mal mit dem Smart Color Manufacturing, um das Prinzip nochmal darzustellen. Man klickt jetzt hier auf Anwenden. Die Farben werden aufgebracht und man kann dann auch gleichzeitig hier noch Symbole erzeugen. Die Symbole hier sind hinterlegt entsprechend und stellen da jetzt auch schon mehrere Informationen bereit. Einmal die Lagetoleranz oder entsprechend, ob es sich um einen Pass jetzt handelt oder nicht, aber auch gleichzeitig um Oberflächengüten. Also das hier sind jetzt entsprechend die RGB-Werte von dem VDWF. Und in unserem Beispiel, zoome ich mal eben hier rein, sieht man jetzt, aha, hier wurden zwei verschiedene Toleranzen, werden hier erwartet. Einmal eben dieses Dunkelgrün, das wir ja auch schon angesprochen hatten im Vortrag,
mit einer Genauigkeit von plus minus ein Zehntel Millimeter. Und hier in diesem Bereich wird jetzt für die Komponente E2072 eine andere Farbtoleranz hier oder eine andere Oberflächentoleranz hier benötigt. Da erkläre ich Ihnen mal kurz, wie diese Regeln hier jetzt zustande kommen. Wenn ich mal auf das Regelmenü gehe und gehe hier auf Smart Color Manufacturing, dann kann ich hier mal diese einzelnen Regelsätze anschauen. Und man sieht jetzt zum Beispiel hier dieses Moistbugger Roughing. Das wäre das Dunkelgrün. Den Regelsatz kann ich mir anschauen. Und hier hat man jetzt schon ein relativ umfangreiches Regelwerk. Aber grob zusammengefasst kann man hier jetzt zum Beispiel für diesen ersten Block festhalten. Die grüne Farbe wird dann zugewiesen, wenn der Parameterwert, wenn der Parametername EMX Surface Function dem Wert Zylinder Counterbore entspricht oder Plane Counterbore oder beispielsweise jetzt für die innere Bohrung, wenn am Ende des Parameterwertes der Wert unterstrich Bore unterstrich 1 steht. Okay? Das ist erstmal der Wert für alle grünen Flächen. Jetzt ist es so, dass manche Sachen zum Beispiel noch überlagert werden können. Beispielsweise die Toleranz hier für diese Kühlung für E2072. Das ist schon eine sehr spezielle Regel, aber es ist eben notwendig, da Moisburger hier für die richtige Fertigungstoleranz für E2072 andere Fertigungsinformationen benötigt. Wenn man jetzt hier mal reingeht, sieht man jetzt hier die VDWF-Toleranz mit der lilanen Farbe, wird jetzt hier nochmal anders zugewiesen, und zwar dann, wenn der Parameterwert EMX Surface Function Zylinder Counterbore entspricht und dann jetzt noch zusätzlich, wenn die Fläche, also die Gruppe, aus der diese Fläche kommt, also der Schnitt UDF, das den entsprechenden Kühlungsschnitt erzeugt hat, noch dazu den Parameter BOW Component mit dem Wert E2072 vom Hersteller Moisburger und vom Typ Cooling hat. Also hier kann man dann nochmal feiner sein Regelwerk granulieren für entsprechende Spezialkomponenten, die man vielleicht verwendet. Genau. Also da kann man jetzt das Regelwerk hernehmen, um das sehr gut als Vorlage für sein eigenes Regelwerk potenziell zu verwenden. Okay. So, dann möchte ich jetzt nochmal die zweite Variante hier zeigen, und zwar, wenn man jetzt hier nochmal auf Regeln anwenden geht, möchte ich nochmal hier die Smart Color Properties machen. Man sieht jetzt hier schon die kombinierten Zustände, die hier in der Platte hinterlegt sind. Es wird in einen anderen Kontext gewechselt, und hier kann man jetzt dann sagen, okay, man kann hier visualisieren, welche Schnitte denn von welcher Komponentenart kommen. Ich sage hier noch Symbole erzeugen. Und sehe jetzt hier, aha, es sind aktuell in meiner sehr einfachen Platte drei verschiedene Schnitte vorhanden. Einmal Führungen, einmal Schrauben und dann entsprechend hier meine Kühlbohrung. Okay, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ich möchte aber auch gerne nochmal ein etwas komplexeres Beispiel zeigen, wie das denn ausschauen kann. Dazu schließe ich mal meine aktuell erzeugten Modelle und leere meine Sitzung. Und hier haben wir jetzt zwei Teile vorbereitet. Einmal hier eine Kavitätenplatte, die aus unserem aktuellen EMX-Tutorial hervorgegangen ist. Also wenn Sie das von Anfang bis Ende einmal durchklicken, dann sollte diese Platte in irgendeiner Art und Weise rauskommen. Und hier sieht man jetzt schon, da ist jetzt schon wesentlich mehr passiert. Also man sieht hier einen Haufen Auswerferbohrungen, dann gibt es Ausschnitte für Schrägauswerfer, seitliche Plattenführungen, es gibt zwei verschiedene Kühlbohrungen, ja, und auch Führungsbohrungen, genau wie in der anderen Platte eben auch. Genau, hier ist genau das Gleiche möglich. Ich sage Smart Color, Regeln anwenden, Smart Color Manufacturing, also das gleiche Regelwerk wie bisher, ich sage Regeln anwenden. Hier dauert es jetzt schon auch ein bisschen länger, weil es wesentlich mehr Features gibt. Und ich sage Symbole erzeugen. Okay. Alle Flächen werden auf transparent gesetzt.
und nach den entsprechenden Farbregeln werden dann auch entsprechend eingefärbt. Genau. So, gleiches gilt für die Properties. Ich sage Regelwerk anwenden und Symbole erzeugen. Und man bekommt jetzt hier schon sehr schön dargestellt, um welche Taschen oder welche Bohrungen von welcher Komponente resultieren, Komponentenart resultieren. Okay, dann möchte ich hier nochmal ein zweites Beispiel für den Einsatz unseres Tutorials zeigen. Also hier sieht man jetzt, wir haben hier so ein kleines Kunststoffteil mit unserem Logo als Demo-Teil hergenommen. Und auch hier kann man jetzt in einfachen Schritten die Regelwerke anwenden und die entsprechenden Farben auf die Teile mit einem Klick aufbringen. Und Symbole erzeugen. Okay. Die entsprechenden Farbzustände sind dann hier hinterlegt und ich kann auch einfach über den kombinierten Zustandsreiter zwischen diesen Farbzuständen hin und her wechseln. Ja. Okay, also ich wechsle nochmal in den Manufacturing-Zustand. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier noch nicht alle Flächen eingefärbt haben. Wenn man jetzt noch weitere Flächen manuell einfärben kann, geht das eben auch über Smart Color. Hier bestehen jetzt die Möglichkeiten, auf verschiedene Farbkategorien zuzugreifen, zum Beispiel die VDWF Color Table Tolerances. Hier sieht man jetzt in einer Übersicht, was für verschiedene Toleranzen es jetzt hier eben mit den entsprechenden Farben gibt. Und alle Flächen, die jetzt von unserem Regelwerk nicht automatisiert eingefärbt werden können, können jetzt hier auch noch manuell selektiert werden. Also ich kann jetzt hier beispielsweise für irgendwelche Einsatztaschen diese Farben noch manuell zuweisen. Und genau, hier auch noch für Rundungen eigene andere Werte vergeben. Und wenn ich dann sage, Symbole erzeugen, werden dann auch diese neuen Farben entsprechend in die Übersicht mit aufgenommen. Also so kann dann die Farbdarstellung in dem Fall vervollständigt werden. Okay, dann wechsle ich mal wieder in meine Präsentation zurück. Das war es jetzt erstmal mit meiner Live-Demo und dann würde ich jetzt wieder an den Sascha übergeben ich mache noch kurz eine Zusammenfassung, die habe ich hier noch vorbereitet. Okay, also zusammenfassend kann man feststellen, der Parameter emxSurfaceFunction ist jetzt unabhängig von irgendwelchen festen Farbwerten. Das war ja vorher auch möglich, dass man UDFs selbst anpasst und da eigene Farben vergibt, was natürlich mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist auf der Administratorseite. Dieser Parameter, wird jetzt einfach mit in unserer Standardumgebung ausgeliefert und kann dann ja je nachdem, was für verschiedene Firmenstandards man hat, eben über Smart Color genutzt werden. Und dadurch können dann Änderungen am Farbregelwerk, die in irgendeiner Art und Weise innerhalb der Firma entstehen können, auch ganz einfach dann in Smart Color geändert werden, was dann wiederum wenig Eingriff auf EMX-Seite benötigt. Okay, dann machen wir es jetzt so, dass wir jetzt mit der Fragenrunde durchstarten. Und genau, dann übergebe ich jetzt an den Sascha. Danke, Thomas. Also, wir haben zwei Fragen reingekriegt, aber die wurden großenteils schon beantwortet. Die eine ist speziell nochmal, ist es möglich, für das gleiche UDF herstellerabhängig unterschiedliche Regeln aufzustellen? Vielleicht gehen wir da einfach nochmal ein wenig genauer ein. Willst du es gleich machen und wir beantworten die zweite danach? Wird besser sein, ne?
Genau, also da kann ich jetzt auch nochmal, gehe mal gleich darauf ein, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu schwierig, die sich alle zu merken, die Fragen. Genau, also du hattest gefragt, ob man jetzt mit dem gleichen UGF zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Regelwerke machen kann. Also das ist jetzt eben genau der Vorteil von dem Prinzip, das wir eingeführt haben, dass wir sagen, wir vergeben keine festen Farbwerte in UDFs, sondern wir sagen, wir vergeben einen Funktionsparameter. Und für diesen Funktionsparameter kann man dann im Smart Color kann man unterschiedlichste Dinge mit tun. Ja, man kann sagen, für Kühlungen, die werden blau oder Kühlungen werden grün. Also da können dann unterschiedliche Farbzustände und Toleranzen entsprechend vergeben werden. Und man kann dann auch, wie bereits gesagt, noch tiefer detaillieren. Also wenn man noch spezielle Komponententypen hat, kann man da eben auch noch spezielle Regelwerke festlegen, um jetzt typspezifisch oder komponentenspezifisch noch andere Farben an speziellen Flächen zu vergeben. Okay, klingt doch sehr vielversprechend. Und eine Frage ist noch, was passiert mit den Farben, die von EMX vordefiniert aufgebracht werden? Also speziell Farben, die vielleicht vordefiniert waren oder alte Farbzustände, die in irgendwelchen Teilen sind. Ich glaube, die beantworte ich am besten gleich selber. Also die werden nicht gelöscht. Das Ganze bleibt dann in dem Default-Farbzustand erhalten und man hat quasi nur zusätzliche Farbzustände aufgebracht auf die bestehenden Farben und ja, genau. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, würde ich die Fragerunde schließen. Scheint nichts zu kommen. Ja, dann blättern wir mal weiter. Eine Runde. Genau, also im Anschluss dieses Webinars kommen noch ein paar weitere für Sie vielleicht auch interessante Themen, speziell Elektrode, jetzt direkt im Anschluss von unserem Kollegen Florian Hamrich und auch morgen, wie Sie sehen, weitere Seminare. Wir würden uns freuen, wenn Sie die auch besuchen würden. Und vielen Dank jetzt erstmal für Ihr Interesse. Wenn Sie noch Fragen haben oder irgendwelche Anregungen, speziell Wünsche, Konfiguration von Smart Color in EMX, scheuen Sie sich nicht und kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail. Ebenso kann man den Newsletter empfehlen. Dann bleiben Sie einfach immer auf dem Laufenden. Und schauen Sie doch auch einfach mal bei YouTube vorbei. Wir haben sehr viele Lehrvideos und sehr viel Know-how reingesteckt, speziell auch aus EMX. Man lernt nie aus. Ja, vielen Dank.